Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, von der Nürnberger Spielwarenmesse zur Neuheitenvorstellung der Firma Faller des Jahres 2021. Sie werden jetzt denken, das geht nicht. Messe ist ausgefallen. Sie haben recht. Durch einen kleinen technischen Trick haben wir uns mal zur Messe nach Nürnberg gebeamt, um auch das bisschen Feeling, was wir noch erhalten wollen, für dieses Jahr rüberzubringen. Und mit einem Schnips sind wir hier zurück in Gütenbach und ich habe mich davon inspirieren lassen im Zweitälerland. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Zweitälerland, das klären wir jetzt auf, ist das Elztal, ich habe es hier stehen, und das Simonswäldertal. Und genau dazwischen liegt das kleine Städtchen Gütenbach und wir sind hier bei der Firma Faller zu Gast und ich freue mich ganz herzlich, dass Sie dabei sind. Und zum Warm-up, bevor wir zu den Neuheiten kommen, habe ich einen ganz besonderen Gast neben mir. Es ist Horst Neidhardt, der Geschäftsführer der Firma Faller. Und wir wollen uns mal ein bisschen vorher unterhalten, was alles gelaufen war im vergangenen Jahr. Es war ja ein ganz besonderes, für viele ein schreckliches Jahr, aber für die Modellbahnindustrie war es ja eigentlich gar nicht so schlimm. Also erstmal hallo, herzlich willkommen in Gütenbach. Ja, also schlimmes Jahr war es auf jeden Fall. Also das muss man so sehen, die Einschränkungen für unsere Mitarbeiter sind enorm, was wir hier alles Corona-konform aufziehen müssen. Das ist extrem und dann die Umgebung, die ganzen Restaurants und Betriebe, die leiden schon sehr. Klar, wir Modellbahner, wir haben irgendwie so einen Boost bekommen über diese Corona-Zeit. Also die letzten Jahre waren ja schon gekennzeichnet durch einen guten Wachstum, aber jetzt seit Corona ist es eine regelrechte Explosion, ein Boost. Dem versuchen wir nachzukommen, so gut es geht. Wir arbeiten hier auf Hochtouren mit den Einschränkungen von Corona. Es klappt, glaube ich, ganz gut noch, aber die Lieferzeiten werden natürlich immer länger. Ja, das war ja auch das Stichwort, das haben wir ja auch im vergangenen Jahr gemerkt. Dass sehr viele Leute zur Modellbahn gestoßen sind. Das ja. Fand ich ja eigentlich ganz bemerkenswert. Es waren viele Leute, die waren Neueinsteiger und es waren auch wieder viele Leute dabei, die wieder angefangen haben. Ist das richtig so? Das beobachten wir auch so. Also seit einigen Jahren ist der Trend zu sehen, aber jetzt seit Corona ist es also richtig signifikant zu beobachten. Das ist richtig gut für uns, würde ich sagen. Das ist wahr, aber wie so häufig im Leben, es gibt einfach die zwei Seiten der Medaille. Ja, also das durfte man nicht außer Acht lassen. Sie hat vorhin was gesagt, wir Modellbahner. Und das war das nächste Stichwort, wir Modellbahner. Das ist ja auch eine besondere Kampagne gewesen, beziehungsweise die wird ja weiter fortgeführt. Was ist eigentlich der Hintergrund dafür? Haben sich 12 Firmen, sind derzeit 12 Firmen zusammengetan und gesagt, wir müssen im Netz ein bisschen besser präsent sein, wollen auch ein bisschen mehr zeigen von der Buntheit, von der Vielfalt der Modellbahnwelt. Einfach wie einzigartig vielfältig das Hobby ist und wollten auch die Gelegenheit nutzen, um etliche Personen, die hinter dem also Hobby stehen, zeigen hier zum Beispiel den Rocker. Es ist wirklich kein, es gibt nicht diesen Typ Modellbahner. Und wir hatten da, glaube ich, jetzt schon 7, die wir vorgestellt haben, echte Modellbauer, Modellbahner. Mhm. Und mal gezeigt, was sind das für Personen, wer steckt dahinter. Welches Hobby, wie betreiben sie es? Ja, der eine sammelt mehr, der andere macht Kirmes, der nächste macht eine Alterung. Also alles sehr, sehr, sehr vielseitig. Ja. Nun ist ja dieses Jahr auch noch ein ganz besonderes Jahr für die Firma Faller. Steht da ein Jubiläum ins Haus? 75 Jahre, ja. Wollen wir den Modellbahnern jetzt was verraten? Gibt es vielleicht Aktionen für dieses Jahr, trotz der widrigen Umstände, oder ist was geplant? Also im Handel wird es viele Aktionen geben. Da werden wir viele, viele, viele Dinge vor. Also haben wir vieles im Köcher. Das große Jubiläum im September, also hier in Gütenbach, dass wir da eine große Feier schmeißen, das ist einfach noch in der Schwebe. Das ist viel zu früh, da zu sagen. Wir haben es natürlich vor, wir würden es gern, wir würden gern mit der Umgebung hier und feiern, also mit den Menschen hier und auch mit unseren Fans zusammen, aber wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Nein. Ja, okay, da bedanke ich mich ganz herzlich für das kurze, knackige Gespräch. Ich komme aber noch mal zu Wir Modellbahner zurück. Dazu gab es ja auch und gibt es auch einen ganz tollen Werbefilm. Den wollen wir jetzt
zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal zeigen. Und in der Zwischenzeit erwarte ich dann meinen zweiten Gesprächspartner. Und das wird dann, wie immer, der Herr Mielke sein, der mir bei der Messe seit 12 Jahren schon immer zur Seite gestanden hat. Und mit dem werden wir dann die Messeneuheiten vorstellen. Ja, liebe Modellbahnfreunde, so sind wir Modellbahner, so vielfältig, wie eben Horst Neidhardt sagte, das Leben im Diss. Es ist nicht eine bestimmte Spezies von Leuten, es ist ganz, ganz viel und bunt und vielfältig. Habe ich recht? Absolut. Ich glaube, wir zwei sind das beste Beispiel dafür, dass das eine sehr bunte Truppe sein kann. Ja. So, jetzt haben wir Hendrik Mielke endlich hier. Mein, wie gesagt, treuer Gesprächspartner schon seit 12 Jahren. Nie. Nein, nicht ganz. Seit 8 Jahren. Seit 8 Jahren. Aber es kommt einem manchmal vor, als wären es schon 12. Also es war verdammt lange Zeit schon. Also gut, mein erster Gesprächspartner war ja eigentlich der Herr Rude, der Stefan Rude, der dann sich einmal hat hinreißen lassen, in seinem wunderschönen Dialekt mit mir das Interview zu führen. Er hat dann zum Schluss gesagt, das macht er nicht wieder. Ich habe es sehr schade gefunden. Aber wie gesagt, insofern... Wir haben uns ja, wie gesagt, seit 8 Jahren. Seitdem passt mich an der Backe. Dabei und wir wollen jetzt sozusagen die Neuheiten präsentieren, auf die Faller-Fans und nicht nur die warten. Und ich denke, da haben wir für sehr viele Spurweiten was im Angebot. Absolut. Jede Spurweite, wie in jedem Jahr, haben wir ein Riesenangebot geschnürt. Ganz egal, ob Nürnberg stattfindet oder nicht, ist für uns entsprechend wichtig, dass wir alles bedienen können. Ein Thema möchte ich vielleicht vorweg schicken, das ist noch das Thema Create. Wir haben letztes Jahr uns ausführlich darüber unterhalten auf der Messe. Seit Dezember haben wir quasi unsere Version 2.0 draußen. Mhm. Das ist auf jeden Fall wert, da mal drauf zu schauen, zu experimentieren. Was uns ganz wichtig ist, ist, es muss ja jetzt nicht unbedingt das Thema sein, dass ich wirklich explizit nur ein Haus baue damit. Ich kann Accessoires bauen, ich kann Bahnsteig bauen, ich kann Kleinigkeiten damit mir konstruieren. Und die Möglichkeiten sind quasi exponentiell gestiegen seit der neuen Version. Ja. Man kann es sich auf der Homepage von Faller angucken. Ich habe es auch schon gemacht. Also da gibt es also viele Möglichkeiten der Gestaltung. Und ihr habt es draußen gerne gehört. Eben Faller hat den Ruf gehört, nicht nur für A0, sondern für TT und N ist auf alle Fälle was dabei. Richtig. Ja. Das wird viele freuen. Also bei TT muss ich jetzt aufpassen. Wir haben... Also ich möchte keine Witze strapazieren und hier jetzt erzählen, dass wir wieder Bäume haben für TT oder ähnliche Sachen. Wir haben leider im Gebäudebereich dieses Jahr nichts für TT, aber für alle anderen Spurweiten haben wir was dabei.
TT, ich kann es nur wiederholen, wie ich es jedes Jahr sage und auch gern unseren Besuchern in Leipzig sage, die kommen und fragen, warum macht ihr nichts in TT? Wir diskutieren es wirklich jedes Jahr. Mhm. Wir gucken es uns immer wieder an und schauen, ob wir was wirtschaftlich hinbekommen. Mhm. Aber im Endeffekt ist die Nachfrage nicht groß genug, um Werkzeuge zu realisieren damit. Wo es aber funktioniert, ist Create. Dort kann ich mir auch im Maßstab TT inzwischen Dinge bauen. Gut. Also wir nehmen es so zur Kenntnis und fangen jetzt mal an mit der Spur H0. Die gängigste Spur eigentlich unter den Modellbahnern. Und mit was fangen wir denn an? Mit welchem Gebäude? Also fangen wir diesmal etwas untypisch an mit unserem Kirmesbereich. Wir haben ja im letzten... Also so untypisch ist es aber nicht. Denn ich weiß, ich habe es auch gelesen, es gibt schon eine riesengroße Fangemeinde, die regelrecht nur Dioramen bauen mit Kirmes-Fahrgeschäften und eben, wie gesagt, mit diesen Dingen. Also so ungewöhnlich ist das nicht, würde ich sagen. Nein, das Hobby des Kirmesmodellbauens ist sicher nicht ungewöhnlich. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Okay. Ungewöhnlich ist nur, dass wir damit starten. Normalerweise starten wir immer häufig mit Bahnthemen. Und das heute starten wir mit der Kirmes rein. Wir haben im letzten Jahr das Dämonium gebracht als große Formneuheit. Das hat uns einige Zeit gebunden. In diesem Jahr können wir dementsprechend nicht ganz so große Brötchen backen, aber keine Angst. Es kommt auf jeden Fall wieder was Großes, auch in der Zukunft. Dieses Jahr haben wir zwei schöne Abwandlungen von Modellen, die es in ähnlicher Form schon mal gab. Das sind einmal unsere Kaffeetassen und auf der anderen Seite sind es die Motorradfahrer in der Steilwandshow. Was ich sehr schön finde, ist, dass beide Modelle ein bisschen einen Retro-Touch haben. Also jemand, der jetzt unbedingt nicht in der allerneuesten Zeit unterwegs sein will mit der Kirmes, glaube ich, hat auch als Ausgestaltung auf der Modellbahnanlage ganz gute Chancen, die Modelle mit unterzubringen. Das denke ich auf jeden Fall. Wir sehen es ja auch jetzt in der Vorschau. Da fahren welche im Kreisel. Es ist ja schön, dass also die Motoren, also andersrum gesagt, die Motoren, die das antreiben, sind die in den Bausätzen dabei, oder? Ja, das ist bei beiden Modellen so, dass alles, was zum Antrieb nötig ist, mit inklusive ist. Also sowohl die Mechanik als auch dann die Motoren, die zum Antrieb nötig sind. Okay, weil wir dann später zu einem Modell kommen, wo, glaube ich, dann der Motor dann nicht zum Modell gehört, der wo dann der Motor nachgekauft werden muss. Wollte ich eigentlich nur noch mal jetzt danach fragen. Schauen wir mal. Okay. Ich habe es zumindest so gelesen. So, die Kirmesmodelle, die beiden Modelle, die jetzt wir eben im Bild gesehen haben, waren die erste Neuheit. Ja, weiter geht's, denke ich, jetzt mit unserem normalen H0-Programm. Also starten wir durch mit einem, wie ich finde, sehr, sehr schönen Ensemble. Wir sehen es auch gerade im Bild. Der Vorteil, finde ich, von den Themen ist, wenn wir Dinge nach vielen Jahren unter Umständen mal wieder auflegen oder überarbeiten, ergänzen, verbessern, ist, dass wir natürlich auch die Themen rund machen können, sodass sie dann auch optisch, farblich schön zusammenpassen. Und das, finde ich, ist ein super Beispiel. Wir haben den Lokschuppen, wir haben das kleine Stellwerk dazu und wir haben den Güterschuppen. Mhm. Und die sind wirklich perfekt aufeinander abgestimmt. Und ich glaube, für viele Bastler ist es auch wichtig, dass sie einfach schon von uns ein Stück weit mitbekommen, die Möglichkeit, ohne selber was umfärben zu müssen oder andere Klimmzüge machen zu müssen, dass Dinge stimmig zueinander aussehen und gut zueinander passen. Genau. Und das Einzige, was der Modellbauer dann noch machen muss, wenn er die drei Gebäude hat, ein bisschen altern, ein bisschen der Umgebung anpassen. Das ist aber auch das Einzige, was er machen müsste. Die Modelle sind sogar schon patiniert. Teilweise schon patiniert. Das liegt auch einfach daran, wenn wir solche Ziegelsteinstrukturen haben, wirken die natürlich viel, viel schöner, wenn die patiniert sind. Einfach, weil die Struktur viel schöner rauskommt. Mhm. Wir versuchen uns im Moment da ein bisschen zurückzuhalten, weil wir von vielen wirklich professionellen Modellbauern auch gesagt bekommen, hey, ich selber kann es schöner, mach das bitte nicht. Wir machen das, was wir industriell können. Das ist häufig das, wofür uns viele gerade Einsteiger sehr dankbar sind, weil so einfach ist es dann doch wieder nicht am Schluss ein gutes Ergebnis hinzubekommen. Das wäre auf Dauer teuer, wenn man dann sich was versaut und das Gebäude nochmal neu kaufen müsste. Und vielleicht ist es auch da wichtig für jeden zu wissen, selbst Modelle, die von uns patiniert sind, können mit Spiritus abgewaschen werden, sodass man seine eigene Patina aufbringen kann, ist kein Problem. Also er kann immer noch wählen und selbst Hand anlegen. Sozusagen. Ganz genau. Das Stellwerk und wie gesagt, diese, wie wir eben gesehen haben, diese Gebäudegruppe, sprich Spedition, sind ja also typische Epoche 3 Gebäude eigentlich in dem Sinne. Das ist auch nach wie vor unsere Kernepoche, in der wir arbeiten. Wir werden nachher noch ganz andere Themen sehen, die in eine ganz andere Zeit reinfallen. Aber es ist einfach immer noch so, dass der weit überwiegende Teil in unserer Heilweltszeit
Es sind aber auch wunderschöne Gebäudemodelle, muss man mal dazu sagen. Da kann man, also wir haben es ja auch im Bild gesehen, die Fantasie wirklich spielen lassen. Wir haben es ja auch auf der großen Schauanlage, die die Zuschauer dieses Jahr nur leider Gottes nicht begutachten können, original. Aber vielleicht später. Schauen wir mal, was in Leipzig passiert. Oder so. Dann haben wir es auf jeden Fall dabei. Dann sind wir dabei. Es sind wunderschöne Gebäude, kann ich Ihnen nur sagen, liebe Zuschauer. Also wer schon immer damit gespielt hat und gesagt hat, da hat mir aber was gefehlt, also kann ich nur empfehlen. Vor allen Dingen, weil ja auch dann passend dazu dieses Stellwerk von der Epoche her, von der Farbgebung her, wunderbar passt. Richtig. Wir hatten ja vor ein paar Jahren das Stellwerk Alhorn vorgestellt. Mhm. Das ist sehr auffällig mit dem großen Wasserturm, sehr speziell auch. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Modell, was überall zu finden ist. Wohingegen jetzt die Klinkerversion, die kleinere Variante, die wir haben davon, durchaus weit verbreitet ist und sich natürlich auch regional zwischen Ruhrgebiet und Norddeutschland wunderbar einsetzen lässt. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Er hat es wieder von weggenommen. Wir sehen gerade noch mal das Stellwerk als Neuheit dieses Jahr. Also wunderschöne Sache. Und da sehen wir auch noch mal im Hintergrund dann die Gebäude leicht verschwommen, die dazugehören. Beziehungsweise also ein wunderbares Ensemble. Gute Idee. Werden auch viele Freunde sagen, Mensch, darauf war ich gewartet. Ist auch relativ schmal, sagen wir mal so gebaut. Man kann es zwischen Gleise aufbauen. Das ist also auch noch mal eine tolle Sache, wer also da noch ein bisschen Platz hat, der kann natürlich dann dieses Stellwerk zwischen den Gleisen unterbringen. Aber wir haben ja nicht nur Stellwerke im Angebot und Speditionen, wir haben ja noch viel, viel mehr. Das stimmt. Mit was machen wir denn weiter? Mit was machen wir denn weiter? Jetzt fragt er mich Sachen, ich muss... also die meisten Zuschauer werden es kennen, Rapanzel ist genau. Rapanzel ist die abgewandelte Version, aber es ist ein Märchen von Rapunzel und das ist auch der Rapunzel-Turm. Nun kann man natürlich auch diesen Turm als Märchen verbauen, wenn man Lust und Laune hat, das auf einem Diorama. Aber man kann diesen Turm, der ja auch wunderschön gestaltet ist, wir sehen es ja auch im Bild, als ein Teil einer Wehranlage, einer Stadtmauer, Burg, wie auch immer, genau. Oder überall verwenden. Was ganz interessant ist, ist die Rapunzel-Türme, da gibt es, das haben wir bei der Recherche herausgefunden, tatsächlich 12 Stück in Deutschland allein, also die wir jetzt recherchiert haben, vielleicht gibt es sogar noch mehr. Ich fasse es ja nicht. Es beansprucht jetzt nicht jeder die echte Rapunzel für sich, aber bei uns wird es auch so sein, spätestens in der zweiten Jahreshälfte, dass wir dann auch noch eine Rapunzel haben, die ihr Haar herunterlässt und ihren Prinzen hochkommen lässt. Aber genau wie du es gesagt hast, es gibt die Möglichkeit, die Szene als Märchen darzustellen, als Gag auf der Anlage. Es gibt aber genauso die Möglichkeit, den Turm einfach zu integrieren, wie er heute auch in einer alten Wehranlage noch drinstehen könnte zum Beispiel. Es ist ein schönes Accessoire, nimmt nicht viel Platz weg. Und wie gesagt, wer die Möglichkeit nutzen will, seine Anlage jetzt aufzubauen und zu erweitern, und wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass ja viele, viele Modellbahner wieder einsteigen oder überhaupt erst anfangen und dann auf der Suche sind nach bestimmten Gebäudeteilen, Gebäudemodellen. Da werden die bei euch natürlich unheimlich fündig. Und das werden wir auch dann gleich beweisen, wo der Turm also auch wunderbar hinpasst letztendlich. Nimmt nicht viel Platz weg, ganz tolle Sache. Genau. Und was, glaube ich, bei uns ganz wichtig ist und was wir in den letzten Jahren auch immer versuchen mitzuziehen, ist, dass man sofort eine Vorstellung davon kriegt, wie das drumherum sein kann. Also es geht um eine Szene. Es geht nicht einfach nur um ein Gebäude. Ich will nicht nur eine Lücke füllen, sondern ich möchte ja einen Hingucker haben. Ich möchte auch was drumherum stricken können. Ja. Und das funktioniert mit solchen Gebäuden natürlich super. Da sind wir wieder. So sind wir Modellbahner. Ich glaube, wir Modellbahner haben die Gabe, uns da schon im Vorfeld was auszudenken, wie das auszusehen hat, wenn ich weiß, was es alles dazu gibt. Aber dazu kommen wir später nochmal. So, wie machen wir weiter? Der Rapunzel-Turm haben wir jetzt durch. Den haben wir. Dann haben wir als nächstes das Stadthaus, das Schöne. Entsprechend auch passend wieder zur Wehranlage. Kann ich eben auch in der Stadtmauer integrieren oder in eine Altstadtszenerie integrieren. Das ist zum Beispiel das, was wir gerade gesagt haben. Stadtmauer, Wehranlage. Dort könnte man also mit viel Fantasie und viel Geduld und Spucke dann sozusagen diesen Rapunzel-Turm ebenfalls mit hin platzieren. Das wäre so ein Beispiel. Genau.
Und ich kann es entsprechend natürlich auch da wieder ausgestalten. Ich kann Szenen von einem Mittelaltermarkt bis hin zu einer aktuellen Szene machen und das einbinden. Was ganz auffällig ist und was uns auch wichtig ist, seit inzwischen jetzt ja, 20 Jahren, wird von uns ja sehr, sehr stark die Maßstäblichkeit gefordert. Ja. Und dementsprechend ist das auch so. Also die Gebäude, die wir jetzt gesehen haben, wie auch den Rapunzelturm zum Beispiel, die sind maßstäblich. Und das fügt sich jetzt natürlich alles mehr und mehr natürlich auch in diese neue Maßstäblichkeit ein, die wir haben. Passt viel besser zusammen. So, und wir sehen es auch schon auf dem Bild jetzt gerade. Es gibt ja dann eine ganz bekannte Gebäudegruppe, die ist für mich ganz beeindruckend, muss ich sagen. Also das ist wirklich ein absoluter Hammer. Die mehrstöckigen Gebäudeteile als eine Zeile. Ja, die Römerzeile, ein Klassiker eigentlich von uns. Das kann man eigentlich so sehen und so sagen. Es ist ein Hingucker schlechthin und fügt sich auch wunderbar über das, was wir gerade gesprochen haben, mit der Stadtmauer, mit der Stadtwehr, innerhalb als historische Altstadt, der also viel Platz auf der Anlage hat, einfügen. Gibt es die Häuser auch einzeln? Einzeln gibt es nicht. Wir hatten sie in der Vergangenheit schon mal in Zweier- und in Vierer-Sets. Was jetzt wirklich die Besonderheit ist, wir haben gesagt, dieses Jahr fürs Jubiläum, einfach weil es auch so ein bekanntes Modell von uns ist, wollen wir es einmal in der kompletten Größe wieder aufbauen. Wir haben also das Sechser-Set jetzt dort mit drin. Was total schön ist, ich kann die Modelle unterschiedlich bauen. Das heißt, wenn ich eine komplette historische Altstadt bauen will, kann ich mit dem gleichen Set einmal die Gebäude mit und ohne Fachwerk bauen. Ich kann sie drehen um 180 Grad und kriege mit diesen sechs Modellen im Prinzip eine komplette Altstadt dargestellt. Also, wie gesagt, ich kann mir das Bild nochmal haben. Also diese Zeile beeindruckt mich unheimlich. Da ist sie. Wir sehen ja auch im Hintergrund noch andere Häuser. Das sind aber jetzt keine Neuheiten von diesem Jahr. Na, das sind zum Teil tatsächlich die von mir jetzt gerade erwähnten Abwandlungen. Also wir haben einfach das Gebäude gedreht oder anders dargestellt. Wir haben die gleichen Gebäude nochmal da stehen, aber in einer anderen Variante quasi. Aber es sind natürlich auch Dinge dabei, die wir dieses Jahr extra zu diesem Thema ergänzen. Eben wie den Rapunzelturm, das große Tor, die Zeile. Und da kommen wir dann zu unserer Kirche, zu unserer Stadtkirche. Ich wollte gerade sagen, zu jeder Altstadt gehört ja auch eine alte Kirche. Auf jeden Fall. Es ist eine Fortsetzung von den vielen Kirchengebäuden, die ihr ja schon habt eigentlich. Ja, genau. Das war Kleine Münster. Ein Riesenthema bei uns zu sein, dass wir Kirchen machen. Aber tatsächlich wird das auch sehr, sehr gut angenommen. Das Ganze ging ja ein bisschen los mit unserem Kloster vor 5 Jahren. Das war unser letztes Jubiläumsmodell. Zum neuen kommen wir ja nachher noch. Ja. Wir haben dann verschiedene Abwandlungen ziehen können. Da dieses große Modell zwei Kirchen beinhaltet, oder eine Kapelle und eine Kirche, haben wir jetzt den Dom gemacht gehabt. Wir hatten die Kirche mit dem Dach, was ja dem Wiener Dom nachempfunden war, und haben jetzt in diesem Jahr einfach die normale kleine Variante der Kirche gebaut, die einfach, wie ich finde, sehr schön durch die Maßstäblichkeit jetzt auch wieder zu den anderen Gebäudemodellen passt und das ergänzt. Man sieht es ja auch auf den Vorschaubildern hier, die wir hier gemacht haben. Es fügt sich auch sehr harmonisch in diese Stadt ein, dass man also auch schon mittendrin ist. Es sieht also einfach toll aus. Ja, danke schön. Also, es ist eigentlich, ja, würde ich sagen, passt. So. Genug gekircht, sag ich mal. Stimmt, heute kommen keine mehr. Ich hatte ja als Kind, wir hatten ja auch mal das Gespräch, mein erstes Fallerhaus hatte ich dir ja mal gezeigt. Ja. Ich hatte auch von Faller eine Kirche, das war eine hypermoderne. Und weiß ich nicht, ob ihr die Form von hier genommen habt, denn hier hinten steht so eine mit so einem schlanken Glockenturm mit einem ganz... moderne das Kirche. Ist exakt die Kirche. Also Kirchen hattet ihr ja schon immer irgendwie. Ja, war immer wieder mal ein Thema. Aber ich glaube, es ist auch tatsächlich, wenn ich ein Stadtbild bauen möchte, ist es häufig ein herausragendes Bauwerk, die Kirche, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ich glaube, ein Stück weit gehört es auch einfach dazu, eine Kirche. Und dementsprechend gibt es halt sehr, sehr viele verschiedene Modelle. Und da kann man dann wahrscheinlich noch die nächsten paar Jahre Kirchen machen. Also ich denke, passt wunderbar auch zu dem Thema Altstadt. Altstadtmauer, Zeile von Frankfurt mit den abgewandelten Häusern. Also ihr bietet eigentlich eine komplette Stadt an und ich kann die Anlage ja um die Stadt bauen. Wunderbare Idee. Passt ja eigentlich alles passend dazu. Also die Anlage ist fakultativ, aber die Stadt können wir komplett bauen. Wir können das schon mal bauen. So, Kirche hat man jetzt vorgestellt. Also ein wunderbares Modell, gefällt mir. Vor allen Dingen, weil es auch nicht so hoch ist mit dem Glockenturm. Das passt also alles so in die Höhe. Alles schön. Was haben wir jetzt? Ich sag mal Bahnhöfe.
Richtig. Bahnhöfe wird dieses Jahr einiges passieren bei den kleineren Bahnhöfen. Wir haben ja in den letzten Jahren immer mal wieder ein ganz modernes, wie den Horem zum Beispiel oder Lutherstadt Wittenberg gemacht. Und dieses Jahr haben wir uns ganz speziell einem Thema gewidmet, was es bei uns auch schon gab. Wir haben ja den Bahnhof Büglingen. Das ist wahrscheinlich auch einer der eher weiter verbreiteten Bahnhöfe auf Modellbahnanlagen. Genau. Aber wir sind nicht ganz zu Unrecht auch von außen angesprochen worden, dass der ja nur genau einen Typus darstellt. Es gibt ja diese Typen 1, 2, 3, A, B, C entsprechend in unterschiedlichen Baugrößen, Varianten, Längen. Und wir haben uns jetzt die Typen 1 und 2 angeschaut. Büglingen ist ein Typ 3. Und dementsprechend haben wir jetzt mit unserem Bahnhof Gomarding eine komplette Formneuheit, die uns eben diesen Typ 2 wunderbar darstellen lässt, in dann später allen Baugrößen. Der Gomarding ist jetzt quasi die größte Version von diesem kleineren Bahnhof. Und der findet unglaublich viele Vorbilder immer noch. Sind zwar leider nicht mehr alle als Bahnhof genutzt, aber es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Modelle im Prinzip zwischen Schwarzwald und Allgäu, die dort noch stehen und genutzt werden. Es ist ja auch interessant, das Thema Bahnhof. Ich habe mal, ich habe ja auch schon viel mit Modellbahnern Kontakt gehabt. Und interessanterweise bei dem Gespräch, wenn Leute anfangen, eine Modellbahn zu bauen, was kaufen sie als erstes Gebäude? Also ich würde sagen, bei uns ist es schon meistens ein Bahnhof. Die kaufen wirklich einen Bahnhof, die Leute. Das ist das Erste, was am Gleisoval steht, ein Bahnhof. Ist ja aber auch logisch. Man braucht ja erstmal irgendeinen Punkt, wo das Ding auch mal anhält, sonst muss der Zug ja ewig fahren. Genau, deswegen sage ich, er liegt ja also mit der Idee auch voll im Trend. Er bietet ja verschiedene Größenordnungen an, auch in den vergangenen Jahren schon. Also ein reichhaltiges Angebot an Bahnhöfen fehlt einfach bei der Firma Faller nicht. Nein, und wird es auch in Zukunft nicht geben. Wir werden da ganz, ganz sicher weitermachen. Das ist ein Thema, was ich gern hier und da auch bei Firmenführungen strapaziere. Die zwei häufigst gewünschten Modelle bei uns sind der Hauptbahnhof Berlin und der alte Stuttgarter Bahnhof seit einigen Jahren, die sehr beliebt sind, sind für uns Themen, die wir wahnsinnig gern umsetzen würden. Auch wenn wir wissen, das eine Thema ist ein bisschen politisch getrieben, das andere Thema ist einfach ein riesiger Hingucker natürlich. Dann sagt doch, für die Nostalgiker können ihren alten Bahnhof wieder haben. Ja, genau. Zum Beispiel. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann in der Entscheidung schon so, wenn wir dann einen Kopfbahnhof machen mit all den Problemen, die das dann tatsächlich bringt für den Bastler hinten raus, dann würden wir vielleicht doch einen anderen wählen wollen, der da einfacher umzusetzen ist und vielleicht noch ein Tick schöner ist. Aber es wird tatsächlich uns an Ideen die nächsten Jahre nicht mangeln. Wir haben immer noch Wünsche von außen. Ich glaube, Bahnhöfe sind so ziemlich alle schon mal gewünscht worden, die es gibt in Deutschland. Ja, also wie gesagt, das Thema Bahnhof, denke ich, ist immer sehr interessant. Und nach dem Bahnhof richtet sich auch, glaube ich, dann die Gestaltung der Anlage. Also wenn ich einen großen Bahnhof, also einen Stadtbahnhof hinbaue, dann bin ich wahrscheinlich als Modellbahner eher geneigt, eine Stadt zu bauen als ein Dorf. Ganz genau. Also wenn man unseren Bahnhof Friedrichstadt aufbaut, dann macht es wenig Sinn, dahinter irgendwie eine Dorfkapelle zu setzen. Ja, lieber Hendrik, Bahnhöfe, das war ein schönes Thema, aber da sind wir ja noch lange nicht zu Ende mit den Neuheitenvorstellungen. Nee, wir haben auch tatsächlich zu dem eben genannten Bahnhof Gomarding auch unserem Gügling was Neues spendiert. Im ersten Moment wird der ein oder andere auch denken, das ist ja nur ein Wiederaufguss in Anführungsstrichen, das stimmt aber nicht. Wir haben auch dort eine neue Fassadenstruktur komplett mit im Köcher fürs kommende Jahr, werden wir auch bringen, sodass man dann eben auch von dieser Dreier-Variante später tatsächlich alle Formen bauen kann, weil das hat bisher noch gefehlt. Also auch das werden wir noch ergänzen. Davon bin ich fest überzeugt. Okay, da ist der Bahnhof nochmal. Er könnte eigentlich, ich sag mal, nicht nur in Süddeutschland stehen, er könnte auch woanders stehen, wenn man den... Ja, natürlich. Also es sind natürlich Sachen, das sind diese württembergischen Einheitsbahnhöfe, die wir da haben. Und die haben gewisse bauliche Merkmale. Die Leute, die sich natürlich viel damit beschäftigen, die sehen sowas auf den ersten Blick, dass ich sowas jetzt nicht irgendwo nach Niedersachsen stellen kann. Aber natürlich gibt es vergleichbare Bauformen in Bayern zum Teil. Es gibt eben auch Richtung Mitteldeutschland Bauten, die durchaus ähnliche Akzente haben. Mhm. Also die Frage der Modellbahner sozusagen nach Bahnhöfen, die nicht nur im Süden Deutschlands, sage ich mal ganz vorsichtig, angeordnet sind, wird immer stehen. Also die Frage stellt ja auch immer wieder, die kommt, die Frage, wo macht er nicht dies, wo macht er nicht jenes. Man, ihr könntet sicherlich viel machen, aber
einen Bahnhof zu verkaufen und ein Werkzeug dafür zu entwickeln, ist halt wahrscheinlich auch etwas zu kompliziert oder zu teuer. Ja, so. Nur für einen Einzelnen ist es schwierig, ja. Tatsächlich. Bei Bahnhöfen geht es vielleicht noch eher im H0-Bereich als bei anderen Dingen. Mhm. Aber was man ja sieht, ist die extreme Bandbreite, die es gibt. Mhm. Wenn wir jetzt einen Bahnhof wie Horem nehmen zum Beispiel, eben dieser Epoche 6 Bahnhof, mhm. der sehr, sehr modern ist und ja, von der Bauweise, von der Einbindung in der Anlage ganz und anders ist. Der kann ja überall stehen eigentlich. Im Prinzip, der soll ja auch irgendwann mal überall stehen. Der soll ja lediglich regional in der Fassade angepasst werden. Das ist ja die Idee der Bahn. Deshalb gibt es ja eben jetzt Lutherstadt-Wittenberg. Ich meine, dass im Allgäu einer mit Holzfassade gebaut werden soll, die aber immer auf diesem gleichen Konzept basieren. Okay. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich eben die Notwendigkeit, kleine Nebenbahnbahnhöfe zu haben. Die haben ja miteinander überhaupt nichts zu tun. Und eben die Bandbreite von dem einen bis zum anderen ist so riesig. Und dann eben noch die Regionalität jeweils. Das wird uns nicht gelingen, alle zu machen, aber wir werden sehr viele. Sicherlich nicht, würde ich sagen, aber es ist ja noch schön, wenn es die alten Bahnhöfe noch gibt, wo ihr lunsen und gucken könnt, wo ihr dann also die Formen her habt. Die neudeutschen oder die ganz neuen Bahnhöfe der Deutschen Bahn, und da sage ich Ihnen nichts Neues, liebe Zuschauer, die sehen ja eigentlich ganz anders aus. Es ist ein Bahnsteig mit einer Unterstellmöglichkeit. Diese Bahnhöfe sind nicht so toll für eine Anlage, gehören sicherlich auch irgendwo hin, aber ich finde, von der Architektur her gesehen und von den Formen her, sind solche alten Bahnhöfe allemal ein Hingucker, das ist schon schön. Auf jeden Fall. Cut, Bahnhof beendet. Erstmal. Thema Bahnhof beendet. Bahnhöfe werden ja nicht nur, sind ja nicht nur das Einzige, was noch gefehlt hat an Neuigkeiten, sondern es gibt ja noch viel, viel mehr. Machen wir mal weiter. Mit was würdest du jetzt punkten? Was haben wir denn als Nächstes? Ich denke, wir hatten... Brücke. Die Brücke. Also... Brückenthemen sind ja auch immer Themen. Das ist jetzt was ganz, ganz extrem Witziges, weil es ist sehr häufig so, dass wir nach Nürnberg nach Hause kommen und dann gucken wir auch mal in das ein oder andere Forum rein, wie unsere Neuheiten bewertet werden. Und was eventuell kritisiert wird, was gelobt wird und was gewünscht wird auch. Wichtig. Und wichtig. Es passiert, und wir wissen, dass das passiert, und wir versuchen das auch zu bedienen, ganz, ganz häufig, dass die Leute sagen, ja, ihr habt ja wieder ganz tolle Sachen in H0 gemacht, aber in N halt nicht. Ja. Na, warum macht ihr in N so wenig? Und das ist natürlich so ein bisschen dem Thema geschuldet, wie viel wir in welchen Bereichen eben umsetzen können und wie wir Werkzeuge amortisieren können, auch in dem Bereich. Auf die Brücke bin ich insofern jetzt ein bisschen stolz, da war es genau umgekehrt. Wir haben das Rehtal-Viadukt, das große, vor 2 Jahren in der Spur N gemacht. Ja. Und da war es exakt umgekehrt, dass die H0-Bahner genau gesagt haben, was soll das denn, warum macht ihr das in N? Ja. Und in H0 gibt es das nicht. Der Grund war, wir waren so ein bisschen ängstlich für eine Spannbeton-Bogenbrücke, eine moderne, auch eine eigentlich Epoche 5-6-Brücke, wie das tatsächlich ankommt draußen, und dann ist es natürlich ein Mordsbauwerk, das muss ich auch erstmal unterbringen in der Anlage. Mhm. Aber es gibt offensichtlich nicht nur eben in der N-Welt Leute, die gern die Epoche, die ICE-Epoche auch darstellen, der natürlich einfach toll aussieht, wenn er entsprechend über so eine Brücke geschossen kommt. Und dementsprechend haben wir jetzt das Ganze in H0 auch mit aufgelegt. Mit allem, was dazugehört, Halterung für Oberleitungsmasten entsprechend und sicher auch in der Zukunft, ähnlich wie wir es jetzt in N dieses Jahr präsentieren, die Erweiterung, dass ich dann wirklich das komplette Viadukt bauen kann mit den Verlängerungen und der Möglichkeit, das dann auch über ein großes Tal zu spannen. Interessant finde ich ja die Möglichkeit oder beziehungsweise die Darstellung bei euch auf eurem großen Diorama, da werfen wir dann nochmal einen kleinen Schwenkblick drüber. Man kann diese Brücke auch in eine Ecke der Anlage einbauen. Und ohne Funktion lassen, also sprich Gleise drauf machen, vielleicht einen Zug draufstellen, weil die nimmt wirklich viel Platz weg. Und finde ich als Anregung, als Idee, werden ja überall Neubaustrecken geplant und gebaut, dort zusätzlich noch so eine Spannbetonbrücke einzubauen. Können wir die nochmal einblenden? Also wie gesagt, ich finde das eigentlich eine ganz tolle Idee. Das ist ja bei vielen Sachen so, dass wir manche Themen einfach nicht in Gänze zeigen können wie sie in der Natur sind, zeigen können. Und insofern finde ich, ist es durchaus überdenkenswert für den einen oder anderen Modellbahner zu sagen, Mensch, das ist eine tolle Idee. Ich baue da eine Brücke hin, ihr habt da einen Zug draufgestellt, das kann man dann ja auch noch machen als Modellbahner.
Und man hat in irgendeiner Ecke, die man sowieso umgestalten wollte, ein modernes Epoche 6 Modell oder eine Epoche 6 Brücke. Was ich tatsächlich zu Hause habe, ich habe den Vorläufer unseres Rietal-Viadukts in N, habe ich in einem eigenen Diorama an der Wand. Einfach, weil auch meine Anlage eher in Richtung Epoche 3 geht. Aber auch ich habe einen ICE 3, den ich einfach schön finde vom Zug her. Und den wollte ich irgendwo präsentieren. Ich will den nicht in der Schachtel gesammelt haben. Also habe ich entsprechend einen Glaskasten, der ist 1,5 Meter lang, 30 Zentimeter hoch, recht schlank an der Wand und führt von einem Tunnelportal zum anderen, in der Brücke. Und ich habe eine Begegnung zwischen einem ICE und einer rollenden Landstraße, einer modernen. Und habe die Themen auch abgedeckt, die auf der anderen Anlage nicht so gut rüberkommen würden. Ich denke mal, das wird sicherlich ein Thema sein und auch eine Anregung für die Modellbahner draußen. Diese Brücke ist, die, man sieht es ja auch teilweise, wenn man unterwegs ist, viel quer durch Deutschland fährt, dass durch alte Städte teilweise moderne Brücken gehen, die dann, wo die ICEs drüber gehen. Also man kann es durchaus kombinieren. Mhm. Ja, die Brücken, dann haben wir... zu den Brücken weiß ich jetzt nicht, wie wir jetzt weitergehen. Da die Strommasten. Danke, liebe Regie. Gut, dass ihr da seid. Das ist auch neu. Oder nicht ganz neu? Nicht ganz neu. Es ist auch wieder eine Variante von etwas, was es schon gibt. Wir haben vorletztes Jahr, meine ich, die 120 kV-Leitungen gebracht, die großen Überlandleitungen. Ja. Das ist jetzt die Bahnstrommastenvariante, also die kleinere Version davon, sicher für den einen oder anderen etwas leichter einzubauen als die ganz große Version. Und denke im Zweierset auch einfach attraktiv, weil ich, wenn ich halbwegs maßstäblich baue, brauche ich ja keine 30 von diesen Masten auf meiner Anlage und kann dann schön aber auch die Szene nachstellen. Ich finde es ja immer wieder toll, dass ihr euch... Dass die Hersteller, sage ich mal, sich immer wieder überlegen, was könnte noch fehlen. Und da sind so viele Sachen dabei, wo ich immer sage, toll, das ist tatsächlich so. Und diese Accessoires machen es ja letztendlich auch aus, um das Ganze noch ein bisschen perfekter zu gestalten oder der Realität. Wir bauen ja eigentlich die Realität nach auf der Modellbahnanlage, dass entsprechend auch angeboten wird. Tolle Sache. Ja, Strom. Strom, genau. Gut. Wir machen weiter. Das Thema Mühlen beschäftigt euch ja auch schon eine ganze Weile. Ja. Auch hier muss ich sagen, liebe Zuschauer, ich hatte mal eine Mühle von der Firma Faller. Die hatte unten so ein, so ein kleines Wasserbecken drunter. Mhm. Dann wurde die Mühle draufgesetzt. Das war ein Motor mit einer Pumpe drin, die tat unheimlich schnurren. Die hat das Wasser Saugmodul. Das Wasser hochpumpen und dann hatte ich so einen Stöpsel, wo ich dann praktisch die Regulierung des Wasserzulaufs, sonst hätte sich das Rad zu schnell gedreht. In dem Falle ist es nicht so, da ist kein Wasser drunter, aber das Mühlenrad dreht sich trotzdem. Wir haben diese tatsächlich immer noch, die Mühle mit dem Echtwasserantrieb, die gibt es nach wie vor. Aber die hat jetzt zwar einen Antrieb, allerdings einen motorischen Antrieb mit drin, keinen Echtwasserantrieb. Genau. Ein super schönes Modell, was mir da besonders am Herzen liegt, ist, ich kann es eben als Mühle bauen, ich muss es aber nicht. Wenn jetzt einer sagt, naja, ich habe schon zwei Gebäude mit Mühle nebeneinander stehen oder ich brauche es für einen anderen Zweck, ich möchte es als Restaurant darstellen oder als Dorfmuseum zum Beispiel, dann kann ich das Modell auch ganz ohne Mühlrad bauen oder ich kann es eben, so wie es jetzt hier dargestellt ist, mit dem Mühlrad bauen und dann entsprechend mit unserem einfachen Bastelmotor antreiben und dann dreht sich das Ganze. Aber der ist ja, glaube ich, in dem Bausatz nicht dabei. In dem Fall ist er nicht dabei, weil wir sagen, wir wollen genau diese Varianten haben, dass man es auch ohne bauen kann. Warum sollen wir einen teuren Motor dazu schmeißen? Alles klar. Ja, die Freiheit des Modellbahners überlassen. Genau, und den Motor gibt es ja. Gibt es ja, ja. So, das war das eine Gebäude und dann gibt es ja auch noch ein anderes. Das habe ich jetzt etwas stark untertrieben. Alles lacht hier, ist ja unglaublich. Gibt es noch ein anderes Gebäude? Ja, also das ist ja nun weit hergeholt, das Gebäude. Das ist aus Rumänien. Ja, richtig, aus Bran. Unser Schloss, wir haben es letztes Jahr schon vorgestellt. Richtig. Damals noch als Studie, als Konzept. Was ich erinnere hatten. Auch an Faller Insight. Da ist ja das auch vorgestellt worden. Ja. Da lief der Film sogar. Richtig. Also genau. Ich habe es auch gesehen, liebe Zuschauer, es interessiert mich natürlich ganz, ganz sehr. Es ist ein mächtiges Bauwerk. Ja, absolut. Also es ist ein Thema, was wir schon lang
eigentlich in der Hinterhand haben. Grundsätzlich das Thema Schloss, Burg. Wir kriegen auch ganz, ganz viele Anfragen für solche Gebäude rein. Und wir haben gefühlt einen verhältnismäßig großen Spagat mit so einem Gebäude. Wie viel will ich wirklich darstellen? Er soll maßstäblich sein, es soll nicht zu groß sein, es soll sich einfügen in die Anlage, darf nicht zu viel Gleisplatz verbraten. Das ist ja meistens so. Ich möchte Szenen drum stricken können, eben wieder möglichst viele. Und da ist tatsächlich dieses Schloss Brahn für uns die beste Symbiose aus allem gewesen. Mhm. Wir haben uns viel, viel Zeit genommen, uns die auszusuchen, nach verschiedenen Kriterien auszuwählen. Haben es ja auch noch mal bewerten lassen über die Fachpresse und haben dort Umfragen noch mal geschaltet. Und tatsächlich waren die Antworten wirklich toll. Also wir haben viele, viele auch Vorschläge bekommen und einfach ein gutes Feedback darauf. Ein sehr häufig genanntes Thema war zum Beispiel auch Schloss Neuschwanstein, was kam in dem Zusammenhang. Aber da muss man einfach sagen... Das war wieder meine Frage, der Mann ist unmöglich. Okay. Das Problem ist einfach, bei den Sachen eben alles abdecken zu können. Wir wollen auf der einen Seite nicht irgendein, sagen wir mal so niedliches Touristenmodell dann für die Anlage bauen. Tatsächlich maßstäblich wäre Neuschwanstein aber um Vielfaches größer als Brahn. Es ist relativ komplex eingebettet in die Landschaft drumherum. Und es lässt sich nicht so einfach in verschiedene Szenen integrieren wie jetzt Brahn. Brahn, wenn wir das jetzt im Moment zeigen und sagen, da ist der Dracula-Film gedreht worden und solche Sachen werden da mitgenommen, dann ist es zwar bekannt, aber es ist natürlich nicht ganz so auffällig wie jetzt zum Beispiel eine Burg Eltz oder ein Schloss Neuschwanstein, wo ich mich dann einfach einschränke, wenn ich es in einen anderen Kontext stellen will. Und mit der Burg funktioniert das super. Wir haben die so konzipiert, dass die auf eine ebene Fläche gebaut werden kann. Ich kann entscheiden, ob ich es so, wie wir es jetzt auch dargestellt haben, das Ganze ein bisschen in den Hang reinsetze, wie es ja im Vorbild auch ist. Ich kann es mir aber auch wirklich total einfach machen und kann es in der ebenen Fläche stehen lassen und brauche keinen Berg drumherum, den ich baue. Und dann kann ich entscheiden durch die ganzen Innenhöfe, die wir haben, die Balkönchen, die dran sind, möchte ich Filmszenen machen, möchte ich dort unter Umständen auch ein Märchen darstellen, habe ich einen Mittelaltermarkt, habe ich wirklich eine mittelalterliche Szene, habe ich Dracula eventuell. Gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, die ich machen kann. Und die Grundfläche ist deutlich kleiner als die vom Kloster, weil es ein sehr kompakter Bau ist. Das heißt, ich habe nicht dieses Problem, es geht, also dass ich man dafür kann schon. Also was mich dabei fasziniert und interessiert ist, bei diesem Gebäude. Genau, Haus. Haus. Es muss ja auch sehr aufwendig jetzt von der Konstruktion her sein. Also es ist ja wirklich, also wie du schon sagtest, die Erkerchen, die kleinen Balkone, das muss ja alles zusammen. Wie lange habt ihr denn eigentlich vorher gebaut? Also insgesamt kostet uns die Erstellung von so einem Modell mehr als ein Jahr ohne den Werkzeugbau. Das heißt, es geht ja los mit Recherche. Bei manchen Modellen müssen wir vor Ort sein, um Dinge abzunehmen. Wir sind hier netterweise unterstützt worden durch den Tourismusverband dort und die Leute, die Hand auf der Burg haben, die uns mit Filmmaterial versorgt haben, mit Bildmaterial, mit Plandaten und solchen Sachen. Wir müssen ja auch immer Dinge ein bisschen verbiegen. Viele Sachen können wir ja nicht hundertprozentig vorbildlich machen, aber wir wollen sie 99% vorbildlich haben und wir wollen natürlich dem Basta zumindest das Gefühl geben, er hätte sie hundertprozentig vorbildlich. Und ist das ein tolles Modell. Ist was tatsächlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, das anzupassen. Also ich, liebe Zuschauer, ich bin ja vorhin schon mal um die Burg ein bisschen rumgeschlichen. Ich durfte es, Sie können es leider Gottes nicht, aber Dracula habe ich leider Gottes nicht entdecken können. Dann hast du nicht richtig geguckt, der ist auch da. Das Einzige, was ich entdeckt habe, ist ein Fahrzeug aus der Produktion der ehemaligen DDR, ein L60, der im Plan ein Pritschenfahrzeug ist und der makaberweise einen halb geöffneten Sarg getroffen hat. Genau. Das habe ich gesehen, aber Dracula habe ich nicht entdeckt. Okay.
Eine kleine Besonderheit haben wir vielleicht noch dazu, eben diese Modelle, die für uns ja so ein großes Risiko bergen, auch einfach, weil wir dort jetzt mit 26 Werkzeugen reingehen müssen. Ja. Das ist für uns schon so, dass das große Kapazitäten bindet und wir dann auch hoffen, dass es eben gut funktioniert später. Hat aber natürlich den Vorteil, dass wir früh dran sind und dass wir weit in der Umsetzung heute schon fortgeschritten sind. Das Modell soll im September in den Handel kommen und eben wir haben bereits die ersten Werkzeuge angespritzt. Wir können bereits komplette Gebäudeteile eben machen und arbeiten jetzt an den letzten Werkzeugen noch bis in den Juni hinein, müssen dann Anleitungen erstellen, Verpackungsdesign erstellen etc. Aber also könnte es rein theoretisch so sein, wenn ihr, wie es euer Geschäftsführer gerade gesagt hat, im September euer Jubiläum groß begehen wollt, dass möglicherweise die Burg da bereits fertig ist? Nicht möglicherweise, da arbeiten wir drauf hin. Ich meine, Jubiläum haben wir das ganze Jahr. Das Fest wäre mal grob so in die Richtung gedacht. Da kommt ja aus dem Feiern gar nicht mehr raus, ist ja unglaublich. Hat noch eine Stelle frei, ich komme. Genau, wir feiern ja nur. Ne? Ja. Den ganzen Tag spielen und noch Geld dafür verdienen. Ja. Wollen wir auch erwähnen, dass es das ganze Jahr sicherlich viele, viele Überraschungen gibt. Ich habe auch schon mal ein bisschen geblättert. Das Modell des Monats ist ja nach wie vor auch da. Da wird es auch einige Sachen geben, denke ich mal, die hier und da interessant sind. Ja, dann freuen wir uns mal auf die große Burg. Das ist sicher ein richtiges Highlight und wird ein Highlight sein für die das nächsten denke ich Jahre. Auch. Also wie gesagt, so wie sie hier steht und so wie die Fotos wir hier schon zeigen konnten, liebe Zuschauer, es ist wirklich ein imposantes. Ach, ich habe es ja auch hier liegen. Ich muss es nochmal zeigen. So, dann sind wir mit der Spur H0, glaube ich, durch oder noch nicht ganz? Ich glaube noch nicht ganz. Wir haben noch ein paar Themen, die ja auch in die Schweiz gehen. Wir haben das, ist ja auch das große Thema. Schalthaus. Schweiz. Auch, ja, genau. Wir haben letztes Jahr das Schalthaus Ardess vorgestellt als Formneuheit. Ja. Dieses Jahr kommt die erste Variante davon, das Schalthaus Zernetz. Ist, finde ich, sehr, sehr schön, weil es eben den seitlichen Treppenaufgang noch zusätzlich hat. Ist ein Gebäude aus dem Oberengadin, was entsprechend an der Bahnlinie häufig zu finden ist. Das ist ein Standardbauwerk bei der Schweizer Bahn. Mhm. Und dementsprechend ist es einfach ein schönes Accessoire, was ich ergänzen kann. Finde ich auf jeden Fall. Also wir haben es auch gerade noch mal im Bild gesehen. Also ich finde, es ist ein tolles Gebäude. Leider an den deutschen Bahnstrecken viel zu selten und viel zu wenig geworden. Weil wurde immer alles weggerissen. Aber die Schweiz hat ja auch, was die Eisenbahn betrifft, ja auch viel für Nostalgie übrig und erhält auch alte Fahrzeuge. Und wie du schon gerade eben sagtest, dieses Umspannwerk sozusagen ist ein tolles Accessoire an der Strecke. Genau. Genau. So, dann machen wir weiter. Dann haben wir noch gute Frage. Wir haben die Plattendachhäuser, meine ich, als nächstes. Ah, und unsere Industriethemen haben wir noch. Das ist auch was, das war sehr schön. Wir haben in 2010, meine ich, zum letzten Mal größer das Thema Kleinindustrie gehabt, haben dort eine Zimmerei, eine Schlosserei gehabt. Und das ist sehr, sehr, sehr gut angekommen, auch im Ganzen. War dann ein bisschen eingeschlafen bis vor 4-5 Jahren und seitdem wurde wieder stärker danach gerufen. Wir haben einfach Vorschläge, auch wieder bebilderte Vorschläge bekommen, haben das aufgenommen und haben dementsprechend jetzt einen Treppenbauer gemacht, haben eine Schlosserei wieder, eine kleine, die ist jetzt in dem Fall ohne mechanische Funktion. Und eine Porzellanfabrik dazu, einfach um so typisch auch dieses Umfeld, also Epoche 2, 3 Industrie ist ja auch immer ein Thema. Weil du sagtest, ihr kriegt immer Post und so weiter. Wie weit realisiert ihr denn die Vorschläge? Beziehungsweise was sind die Kriterien der Realisierung dieser Vorschläge? Wenn jetzt Modellbahner kommen und sagen, ich hätte jetzt gerne eine ganz tolle Mühle gebaut, schickt Bilder dazu, sagt ihr, okay, das ist interessant, haben wir noch nicht so im Sortiment gehabt. Oder sagt ihr, das wird sehr oft nachgefragt, wir machen es. Von was lasst ihr euch dann letztendlich leiten? Also Tatsache ist, das, was wir machen, sind ursprünglich alles Kundenvorschläge. Also es gibt im Prinzip
weder die Notwendigkeit, noch haben wir die Überheblichkeit, dass wir sagen, wir entscheiden selber, was der Modellbahner jetzt braucht. Sondern wir haben einen Fundus, wir haben eine Datenbank, eine Vorschlagsdatenbank, da laufen alle Modellvorschläge rein, die wir kriegen. Und die werden dann abgeprüft, erstmal über eine generelle Machbarkeit. Ich habe es vorhin gesagt, Hauptbahnhof Berlin ist was, das würden wir zwar grundsätzlich gern machen, aber das Modell wäre über 10 Meter lang maßstäblich und würde dann immer noch nicht alles darstellen, würde den Bastler vor riesen Herausforderungen stellen, das Gleisbild nachzubauen zum Beispiel. Auch das bringt ja einen ganzen Haufen andere Sachen mit. Und da ist es dann auch so, dass wir zum einen mit den Architekten sprechen zum Teil, wenn es modernere Bauwerke sind und fragen, ob wir es abwandeln dürfen. Im Fall von Horem durften wir das, weil sonst die Dachflächen noch größer gewesen wären und man hätte nicht drunter gucken können. Und auf der anderen Seite gucken wir, ob es nicht albern wird. Weil wenn wir jetzt anfangen, so einen Bahnhof wie Berlin zu verkürzen, dass er eben dann darstellbar wäre von der Größe her, dann sieht er albern aus. Das funktioniert einfach nicht, so ein Modell zu verändern. Das sind Grundkriterien, die wir festlegen. Und normalerweise schließt das dann erstmal den einen oder anderen Vorschlag im Vorfeld aus oder Dinge, die zu speziell sind, die halt nur genau bei einem mal vorkommen, wo wir sagen, da hat kein anderer dran Interesse. Aber dann geht es normalerweise, dass wir unsere Themenblöcke festlegen, wir überlegen, was wir für die Themenblöcke brauchen, dafür gehen wir in die Vorschlagsdatenbank und das stellen wir dann dem Neuheitengremium vor und schauen, wir überprüfen, ob es eben wirtschaftlich machbar ist, was brauchen wir für Stückzahlen, wie viele Werkzeuge müssen gemacht werden, dafür, wie viel Abwandlung können wir entsprechend später ziehen. Und so kommt dann das Modell irgendwann ins Programm. Was wir eben seit inzwischen fast 20 Jahren immer wieder versuchen, uns darauf zu fokussieren, sind eben Themen, dass die Dinge, die wir tun, auch wirklich immer gleich in der Gruppe wirksam werden und nicht nur als Einzelhöhepunkte. Gut zu wissen, haben wir also das geklärt, machen wir weiter eine Neuheitenvorstellung. Nee, ist ja mal interessant, weil man liest es ja immer wieder, oh, die machen das nicht und der macht was er will. Aber letztendlich ist es doch mal interessant zu hören aus berufenem Munde, liebe Zuschauer, wie vorgegangen wird, wenn Zuschauer was wünschen. Und es war auch beruhigend zu hören, dass also auf die Vorschläge hier eingegangen wird. Und man muss halt wahrscheinlich immer nur hartnäckig genug sein. Ja, das ist, also wenn sich was jetzt nicht gerade vollkommen ausschließt, weil wir glauben, dass es kein anderer braucht, hilft eine gewisse Hartnäckigkeit und Geduld einfach. Ja. Weil häufig ist es so, wir sind heute in der Planung in 2023 mit unseren Modellen zum Teil. Das heißt, ich kann jetzt nicht, also wenn jemand was wünscht und selbst wenn ich die Idee toll finde und die alle anderen finden sie auch toll im Gremium, ist eigentlich der Deckel auf 2022 schon drauf, was Formneuheiten anbelangt. Das heißt, das dauert, wenn ich das heute für wünsche. Für nächstes Jahr habt ihr schon eine. Wir haben auch für nächstes Jahr schon Dinge. Gibt es da schon ein paar Informationen? Ja, aber nicht welche, die wir rausgeben. Ich habe es probiert. Okay, machen wir weiter in den Neuheiten. Was sehen wir als nächstes? Jetzt haben wir die Architektenhäuser mit Plattendach. Das ist so schön, also wir müssen immer aufpassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt weggepiepst werden muss, wenn ich sage, das sind vom Arbeitstitel her Eternitdachhäuser gewesen. Unter dem Begriff kennen es mehr Leute. Sind Gebäude, die finde ich super schön, weil sie einmal in der Epoche 4 unterzubringen sind. Da sind sie ursprünglich mal entstanden und heute werden die sehr stark wiedergefunden, werden renoviert. Und Passen aber auch in der heutigen Zeit, sind oder? Eben in der heutigen Zeit auch wieder sichtbar, auch wieder als neue Gebäude. Mit großen Glasflächen zum Teil, mit eben ganz unterschiedlichen, zum Teil extravaganten Dachformen, was ich super finde. Und eben auch der Möglichkeit, Szenen innen wie außen zu gestalten. Um die Häuser rum kann man schön kleine Wohngebiete damit darstellen. Und sind nicht unbedingt, wir hatten das Thema ja vorhin, landschaftsprägend an eine bestimmte Landschaft gebunden. Richtig. Diese Häuser passen überall hin. Sind regional im Prinzip nicht gebunden. Ja. So, die Häuser hatten wir. Wunderschöne Geschichte. Und das nächste wäre die heile Welt. Jetzt sind wir im, ich hätte fast gesagt, Heidiland, das ist es aber nicht ganz, das fehlt noch ein Stückchen. Wir sind jetzt tatsächlich im Schwarzwald gelandet. Es ist ja immer wieder, also man findet ja immer wieder Häuser auf vielen Modellbahnanlagen, bunt gewürfelte Häuser, aber ein Schwarzwaldhaus ist dabei. Diese Szene, die wir hier sehen, ist das sogenannte,
wie heißt das, dieses Aktionsmodell oder ist das? Es ist kein Aktionsmodell, es ist ein Set. Es ist tatsächlich ein komplettes Ensemble. Also komplettes Ensemble an Gebäuden. Ja. Dazu zählt diese kleine Kirche. Da gehört die Kapelle dazu, also Hofkapellen, das haben halt große Bauernhöfe bei uns. Dieses tolle Gebäude, was hattest du gesagt? Das ist ein Speichergebäude. Ah, ja. Okay, also da wird das Heu und was weiß ich alles rein. Das Korn vor allem eben auch, also die Lebensmittel, alles was geschützt werden musste von irgendwelchen knabbernden Tieren und ähnlichem Obst wurde da gespeichert oder eingelagert. Interessant fand ich ja auch bei dem Diorama, jetzt ist das typische Haus mit diesen rundumlaufenden großen Balkonen. Das ist ja mit diesen wunderschönen runterhängenden Geranien und was weiß ich was alles, was also Schwarzwald, heile Welt ausmacht. Dann gibt es auch noch eine Seitenansicht, wo man sieht, wo der Schinken herkommt. Ich hoffe, wir sehen das nochmal. Das gehört dazu. Schwarzwälder Schinken, mir läuft das Wasser gerade im Mund zusammen. Da kommt das also her. Typische Hofszene, Misthaufen und Schweine und so weiter. Wer ist auf die Idee gekommen, das als komplettes Set anzubieten? Ich muss sagen, das finde ich ganz toll. Passt richtig. Sag jetzt nicht du. Nein. Also es ist tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Ideen, was diese Kombination anbelangt, eben bei uns direkt aus unserem Marketing, aus der Entwicklungsabteilung, aus dem Vertrieb kommen, weil ja auch da Dinge reingespielt werden, wo einfach Anfragen von außen sind, könnt das komplett machen. In dem Fall, meine ich, ist es direkt ein Vorschlag von einem Kollegen aus der Entwicklung gewesen, der gesagt hat, Mensch, lass uns das kombinieren. Den Kinzigtaler Speicher hatten wir einzeln, jetzt setzen wir ihn komplett einmal im Set in Szene. Und warum wir sowas machen, ist auch tatsächlich so ein bisschen dem geschuldet, dass wir ja, es wird auch ein Stück weit von uns erwartet, dass wir die Schwarzwälder heile Welt. Sowas von. Ich meine, wenn schon Schwarzwald und Pfanner, dann muss also sowas auf alle Fälle dabei sein. Genau. Ist ganz klar. Und hier in der Nähe gibt es ein großes Freilichtmuseum, die Fuchsbauernhöfe. Ja. Und zwei der Gebäude sind dort direkt zu finden, auch aus diesem Ensemble raus eben. Und da kann man, glaube ich, auch relativ gut vertreten, auch auf eine Anlage, die vielleicht eine andere Region darstellt, dass ich in einem Bereich ein Freilichtmuseum habe und dafür sind die Modelle perfekt. Also sehr schöne Idee, liebe Zuschauer, gefällt mir unheimlich gut. Wer Platz hat und als Set kaufen kann, wunderbar. Deswegen sagte ich ja, die Aktionsset, das war ja auch so eine tolle Idee von euch. Das Weindorf zum Beispiel habe ich in Erinnerung und noch ähnliche andere Sachen. Also sowas komplett zu kaufen, hat man ja sicherlich auch einen gewissen Preisvorteil, denke ich mal, als wenn man sich die Gebäude einzeln kaufen müsste. Also wunderbare Idee. Genau, haben wir ja jedes Jahr zwischen 6 und 8 Sets, die für alle Richtungen in der Regel sind. Mal einen Bahnhof mit drumherum, mal mehr Industrie mit drumherum. Also, gute Idee, nicht nur wegen dem Schwarzwälder Schinken. Jetzt schwenken wir nochmal über die komplette Anlage, wo wir die Neuheiten alle drauf haben oder fast alles drauf haben. Das ist unsere eine Anlage. Das sind gerade mal 6 Quadratmeter von insgesamt wahrscheinlich doppelt so vielen. Aber was man da ganz schön sieht, ist, alle Gebäude, die auf der Anlage dargestellt sind, sind auch wirklich in Planung. Die werden kommen. Es sind zum Teil Varianten, es sind zum Teil Formneuheiten eben. Wir haben einige Dinge ergänzt, die vielleicht gefehlt haben vorher. Aber es würde nicht funktionieren, über alle über 200 Neuheiten, die wir in Planung haben, jetzt hier im Detail zu sprechen. Meine Empfehlung, liebe Zuschauer, geht ohnehin dahin. Im Katalog ist alles drin. Genau. Also, wir können nicht alles zeigen, aber wir haben die schönsten, wichtigsten Sachen gezeigt. Aber glauben Sie nicht, dass wir jetzt schon am Ende sind, liebe Zuschauer. Mit dem Schwenk über die Anlage sind wir noch nicht ganz fertig mit der Neuheitenvorstellung. Stimmt? Richtig, nur mit der ersten Spurweite. Es war nur H0 jetzt, liebe Zuschauer. Es war schon eine ganze Menge. Mit was machen wir weiter? Mit Spur? N, würde ich sagen. Okay. Das ist was im nächsten Schritt. Und da haben wir auch schon die ersten Gebäudeteile. Ja, das haben wir dieses Jahr zweimal das Bauernhof-Thema, was ich sehr, sehr schön finde, vor allem bei dem kleinen Bauernhof. Den haben wir ja nachempfunden, war auch ein Thema, was wir eben in H0 hatten und dann für N gemacht haben. Haben wir diesen sehr variablen Bausatz oder diesen Modulbaukasten quasi für die Bauernhöfe und haben den jetzt ergänzt nochmal durch eine weitere Technologie, die wir eingesetzt haben. Wir haben den Digitaldruck verwendet und zwar verwenden wir den
auch in einer Form, dass er Relief aufbringt aufs Gebäude. Weil jeder Bastler weiß, es ist gerade in N wahnsinnig schwer, natürliche Strukturen nachzubilden und nicht zu übertreiben. Also schon ein Klinkermauerwerk ist nicht einfach in N. Mhm. Und wenn ich dann so Sachen wie kleine Holzschindeln habe oder eine Putzstruktur, muss ich ja übertreiben, dass ich sie im Maßstab überhaupt noch sehe. Und das funktioniert in der Kombination tatsächlich mit dem Digitaldruck super, weil man sieht, es ist ein Relief. Ich habe aber trotzdem auch die fotorealistische Farbgebung. Und ich glaube, das ist schon eine Qualität, wie sie in Vergleiche sucht. Ich denke schon, ja. Also es steckt auch bestimmt sehr viel Arbeit drin. Sehen wir doch mal die andere Seite. Genau, neues Bauernhof-Ensemble, Drei-Seiten-Hof, oder was ist das? Ist in dem Fall ein 3- bis 4-Seiten-Hof. Ja. Einfach auch ein Ensemble, was jetzt ergänzt wurde entsprechend durch Accessoires. Man sieht, es ist innen drin mit einem Fest, mit Bierbänken und Personen ausgestattet. Und soll auch eben diese Szene darstellen oder die Möglichkeit geben, das komplett einmal abzubilden. Finde ich auch wieder schön, weil solitär stehen kann. Häufig hat man ja irgendwo eine Fläche, so eine kleine, wo man nicht so richtig weiß, die ist so ein bisschen zu groß, um nur irgendwie zwei Bäume hinzustellen, aber nicht groß genug, um eine Stadt draufzustellen oder ein Dorf. Ja. Und da ist natürlich so ein Modell super dafür geeignet. Übrigens hat man auch hier nochmal sehr schön gesehen, dann gleich können wir das Bild nochmal zeigen. Du sprachst ja wirklich, wie gesagt, von diesen ganz feinen Strukturen. Man sieht es ja auch auf dem Dach zum Beispiel, dass man da also wirklich nochmal hier, jawohl, also gefällt mir unheimlich. Genau. Das ist ja immer so ein bisschen die Herausforderung auch für unsere Konstrukteure. Wir nutzen ja Tools, die normalerweise auch sonst in der Industrie zum Einsatz kommen. Da ist immer schwierig, natürliche Oberflächen mitzuschaffen, weil das ist eigentlich nicht das, worauf die Tools ausgerichtet sind. Für die N-Bahner ganz wichtig. Mir wäre die Spur zu fipselig, sage ich ganz ehrlich. Es wäre mir etwas zu klein, aber wie gesagt, im Spur-N-Bereich gibt es ja viele Freunde, ist klar. Und wenn das Angebot, und die werden es gerne hören, dass ihr ja im N-Bereich euch jetzt bewegt und da auch ein bisschen was ins Angebot werft. Aber das war noch nicht alles. Nein, das war Gott sei Dank noch nicht alles. Also tatsächlich ist die Spur N eine Spur, die uns durchaus wirklich stark am Herzen liegt, auch weil sie wirklich wächst. Also wir merken, dass da was passiert, dass es mehr wird. Und das ist natürlich auch so ein bisschen dem Thema geschuldet. Wenn wir als Hersteller nicht mehr machen, dann wird auch eine Spur nicht attraktiver für die, die es einsetzen wollen draußen. Und das wissen wir schon. Und das ist das halt ein ist ewiges natürlich ein Abwägen. Guter Satz eben gewesen. Klar, sehr schön. Genau. Nee, und in dem Fall haben wir jetzt eben noch ein paar weitere Sachen mit ergänzt. Ich habe es vorhin angesprochen, die Ergänzung fürs Rehtal-Viadukt, die Brücke, die sowohl solitär gebaut werden kann, als auch als Ergänzung eben hergenommen werden kann. Das ist sicher ein Thema, was ganz spannend ist. Fand ich auch interessant, weil eben die Brücke an sich ja mit knapp einem Meter schon wirklich groß ist und doch viele gesagt haben, sie wollen aber das entsprechend vorbildlich bauen und dann auch ein größeres Tal überspannen. Dann kann ich entweder eben das verwenden, um einfach eine kleine Betonbrücke, eine moderne, darzustellen, oder ich nehme es als Ergänzung und setze es ans Rehtal-Viadukt dran. Perfekt. Kann man die Brücke jetzt zum Beispiel auch verlängern, wenn man jetzt zwei Brücken kauft? Beliebig viele. Ja, kann man ja, also exakt kein Problem. Ganz viele. Das wäre jetzt die kürzeste Variante, die wir hier haben? Genau. Also ich glaube, ich könnte sogar den reinen, diese Oberschale, könnte ich sogar noch kürzer bauen, also nochmal halbieren, aber das macht ja dann nicht mehr wirklich viel Sinn, außer ich lege sie wirklich nur über einen Einschnitt drüber zum Beispiel. Aber ich kann sie danach aneinander bauen, wie ich möchte. Und ich kann sie auch mit den Komponenten aneinander reihen aus dem Viadukt. Also wenn ich da ein bisschen kreativ bin, könnte ich sogar eine Brücke mit mehreren Bögen oder mit angeschnittenen Bögen bauen. Würde auch funktionieren. Super Sache. Dann sind wir aber noch nicht durch. Immer noch nicht durch. Immer noch nicht durch. Auch das Thema Industrie haben wir bei der Spur N mit dabei. Wir haben dort in den vergangenen Jahren immer mal wieder auch für diesen quasi Modulbaukasten in der Industrie neue Teile gemacht, haben jetzt einmal wieder ein komplettes Ensemble gemacht auch, sodass ich eine vollständige Fabrik klassisch in der Epoche 3 bauen kann, eben auch wieder mit neuen Teilen. Ein Thema, was vielleicht auch ganz wichtig ist, dass die Leute draußen wissen, ist, wenn ich jetzt eine Fabrik habe und ich möchte die nachbauen, ja, also was weiß ich, bei uns hier im Schwarzwald, die Firma BBS hat ähnliche Gebäude zum Beispiel, historische,
und ich möchte sowas nachbauen und ich habe den Bausatz vom Faller und der gibt es noch nicht ganz her. Alle Einzelteile bekomme ich ja von den aktuellen Modellen problemlos über den Kundendienst auch. Mhm. Die kann ich dort dazu beziehen und dann kann ich entsprechend dieses Gebäude so weit erweitern, wie ich es brauche oder möchte. Und die, gerade solche Gebäude, die Industriegebäude, sind modular gebaut und dementsprechend auch einfach zu ergänzen. Mhm. Guter Hinweis, würde ich sagen. Gut gedacht. Und ja, wie gesagt, diese Gebäude, gibt es ja auch als komplettes Ensemble. Ist ein komplettes Ensemble. Findet man ja allenthalben ja überall noch. Zum Glück muss ich sagen, werden ja auch alte Fabrikgebäude erhalten. Es gibt nicht nur Sturzmoderne. Wenn man nach Gütenbach reinfährt, hat man auch rechts oben auf dem Hang so was ganz Futuristisches stehen. Ja. Ist vielleicht auch mal eine Idee. Aber diese Gebäudeteile sieht man ja tatsächlich noch sehr, sehr oft stehen. Also gute Idee, man kann es erweitern. Aus dem Ersatzteilsortiment kann man sich selbst was zusammenbasteln. Müsste passen. Genau. So, Fabrik. Dann haben wir unser Luftschiff. Das da gab es ja diese. Ich habe Zeppelin gesagt. Ich sage es jetzt mal so, wie es ist. Ich bin berichtigt worden. Es ist ein Luftschiff. Ein Prallluftschiff, ja. Genau. Nein, wir müssen uns ja selber da immer zusammenreißen. Für uns ist die räumliche Nähe eigentlich zu Zeppelin am Bodensee größer, aber wir haben uns bei der Umsetzung auch aufgrund der Möglichkeiten der unterschiedlichen Bedruckungen und wie man es eben einsetzen kann, für diesen Blimp oder für das Prallluftschiff entschieden. Jetzt eben auch wieder mit einem neuen Aufdruck, wie es aktuell unterwegs ist. Und was ich schön finde, ist, es ist ein Accessoire, was genauso, das ist zwar jetzt in Maßstab N tatsächlich maßstäblich umgesetzt, aber funktioniert halt über eine H0-Anlage gerade genauso gut. Da ist er halt ein bisschen weiter weg. Ein bisschen oben. Genau. Aber viele Leute haben ja auch gerade in H0 unter Umständen die Anlage unter der Dachschräge oder im Keller. Wenn ich da ein Prallluftschiff in H0 drüber hänge, dann erschlägt das alles. Die Geschichte ist richtig. Ich sehe nur ein Problem, wer eine große Anlage hat und das in der Mitte der Anlage zentriert aufhängen will, hat ein Problem, das an die Decke zu hängen. Aber wie gesagt, ich denke da. Wo ein Wille ist. Wo ein Wille ist, ein Weg. Luftschiff, okay, gute Idee. Also auch oberhalb der Anlage mal was, manche machen ja Flieger hin oder haben sich Flieger hingebastelt oder irgendwas anderes. Wir haben ja auch alles Mögliche. Wir haben Flieger, wir haben Fesselballons, wir haben Satelliten. Genau, Satelliten. Ja, gut, das wär, ja, okay, aber die sind aber nicht ganz maßstabgerecht über den Boden angebracht. Das stimmt. Sowohl der Abstand zum Boden als auch die maßstäbliche Umsetzung stimmt da. Nein, nicht aber ganz. Das mit dem Luftschiff, denke ich mal, ist ein nettes Accessoire, was auf alle Fälle sicherlich da. Und einen Bausatz, den kann ich mal geschwind an einem Wochenende bauen. Das ist auch so eine Geschichte. Also wer sich jetzt das Schloss Brahn hinstellt, der muss ja schon eine Idee haben, was er die nächsten Wochen damit macht. Mhm. Und bei einem Luftschiff, da kann ich halt wirklich mal den Samstagnachmittag, wenn er verregnet ist, für verwenden und habe auch ein Ergebnis ja am auch, Ende. Ist ja auch die Jahreszeit dafür. Also ich meine, okay. So, jetzt wäre ich gleich mal eine Füße gestolpert hier. Luftschiff ist aber immer noch nicht zu Ende, Spur N. Doch, ich meine, mit Spur N müssten wir soweit durch sein. Oder habe ich noch was? Das ist Spur Z, was ich hier vor mir habe. Gut, Regie sagt nein. Ich habe gedacht, ich war der Meinung, da kommt noch was. Also wir haben tatsächlich in den Accessoire-Bereichen, also da kommen wir nachher noch drauf mit Beleuchtung, K-System etc. Ja. Auch da haben wir für N natürlich Sachen mit dabei. Mhm. Aber das waren jetzt mal die Highlights für N. Die wir ich denke, das ist eine ganze Menge gewesen. Ja, ich meine, es kommen auch andere Dinge wie unser Drogeriemarkt und andere Kleinigkeiten und Holzschnitzer. Das sind alles Dinge, die sind auch spannend und deshalb, da lohnt sich sicher auch in den Katalog reinzuschauen. Nur wie ich es vorhin gesagt habe, wenn wir alle besprechen würden, dann sitzen wir in 2 Tagen noch hier. Sitzen wir noch 2 Tagen. Ja, was mir auch aufgefallen ist, was ich auch schon in den Foren gelesen habe, die Tankstelle. Die Tankstelle, welche meinst du? Brandshof? N? Nee, nicht in N, aber in H0, glaube ich. Also da haben wir ja im vergangenen Jahr ordentlich Preise eingesammelt für eben die Tankstelle Brandshof, die bei Hamburg steht unten. Ja, genau. Mit der kleinen Abwandlung hier bei uns im Schwäbischen. Ja, genau. Und das ist ja also wirklich sowieso ein Herzensmodell von mir. Das ist einfach schön, auch weil sie für Autosammler toll ist, als Kulisse, um davor die Sammlung hinzustellen, ist perfekt. Also wie gesagt, liebe Zuschauer, ich zeige es Ihnen nochmal, also schon beim Blättern bei den Neuheiten,
wird ein ganz wässrig im Mund, was man so alles finden kann. Leider Gottes, wie gesagt, können wir nicht alles besprechen, aber die wichtigsten Sachen haben wir durch. Mit was macht man jetzt eigentlich weiter? Mit der nächsten Spurweite, mit Z. Jetzt wird es noch kleiner. Genau, ich hab schon, wo wir es von fipselig hatten. Jetzt wobei, noch fipseliger. Man muss sagen, dass das Modell, was ja die ganze Zeit hier schon vor uns auf dem Tisch steht, ist, glaube ich, eins der größten, was wir für Z hier hatten tatsächlich. Es ist ein sehr, sehr imposantes Modell. Wir haben eine Windmühle. Ja. Wir hatten vorhin mal kurz das Thema beim Rapunzelturm in H0 und bei den Mühlen eben, die es gibt, das Thema einzelne Hingucker zu haben. Mhm. Das ist schon echt wichtig, um Szenen zu bauen. Und für Z ist uns aufgefallen, haben wir noch nie eine Mühle gehabt in der Form und schon gar keine mit Funktion. Und dann haben wir rum überlegt, wie wir das machen können und haben uns dann für dieses Vorbildmodell entschieden. Und das ist tatsächlich eben ein sehr imposantes Modell geworden, ein großes Modell, aber auch was Besonderes für unsere Z-Bahnen. Z ist ja auch eine Spurweite, die zum Teil ja, fälschlicherweise belächelt wird so ein bisschen in der Größenordnung. Sie gehören tatsächlich mit zu unseren treuesten Kunden, die wir haben. Ja, ich sag mal so, je kleiner die Spur wird, umso mehr kriege ich auf die Anlage drauf. Das ist ja erstmal amtlich, meine von den Größenverhältnissen richtig. Ich hatte nur bisher mal so ein bisschen Sorgen, wenn man so eine Spur wie Z fährt, dass es dann relativ wenig gibt dazu. Man muss ja da auch sehr kreativ sein als Modellbahner. Und da ist es ja toll, wenn ihr euch der Sache angenommen habt. Es ist vor allem ja wahnsinnig schwer, eben die Ausgestaltung auch ähnlich zu schaffen. Also ich glaube, der Z-Bahner macht sich in den seltensten Fällen Gedanken drüber, ob er irgendwelche Pufferbohlen zurüstet an irgendeinem Waggon. Weil, also das ist ja wirklich sehr klein. Eben. Das nicht. Und genauso ist es natürlich auch bei der Ausgestaltung irgendwann schwierig. In H0 kann ich noch relativ problemlos irgendwelche Werkzeuge auf den Tisch legen. Mhm. Bei Z wird es schwierig. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, hat die Spurweite absolut ihre Daseinsberechtigung. Einmal wegen der Faszination, der Miniaturisierung, auch von der Technik, finde ich super. Ohne Frage. Und auf der anderen Seite dann eben der Platzbedarf. Ich meine, jeder kennt so diese Kofferanlagen und die kleinen Geschichten. Aber ich kenne inzwischen auch viele Anlagen, auch gern diese Themen über vier Jahreszeiten zum Beispiel, die sich perfekt über Z darstellen lassen. Ich muss das mal ein bisschen höher heben, liebe Zuschauer. Man muss das wirklich mal sehen. Ich finde das schon bemerkenswert. Also, dass für Z, so wie es hier drauf ist, der auch funktioniert, soll ein bisschen höher halten. Man muss nur so, dreht sich immer noch. Obwohl ich genau. Also das ist schon eine gute Anregung, eine tolle Sache. Jo, dann sehen wir es nochmal. Genau, es ist ein Volllaser-Cut-Modell. In dem Fall lediglich die Mechanik innen drin haben wir so angelegt, dass er entsprechend stabil ist und auch dauerbelastungstauglich ist. Das ist ja immer ein Thema, was wir haben. Was wir tatsächlich also immer mehr kriegen, weil immer mehr Modellbahner werden professioneller. Früher war es häufig so, dass wir Modelle ausgelegt haben. Wir haben gesagt, naja, 10 Jahre am Wochenende, 8 Stunden, das sollte ein Modell aushalten. So, um mal die mechanische Stabilität zu haben. Heute ist es so, dass wir bei vielen, also gerade bei solchen Modellen, vom Dauerbetrieb ausgehen. Also wir glauben, dass Modelle dann wirklich durchlaufen zum Teil. Und in Z ist es ganz häufig so, da ist so eine Anlage vielleicht unterm Couchtisch, unter Glas oder sowas. Das heißt, die ist im Lebensbereich mit drin und dann muss die das sowieso aushalten, dass sie permanent läuft. Ich würde ja gerne mal so einen Adventskranz machen. Da ist, glaube ich, Z geeignet. Ne? Ja, absolut. Komme ich zu euch. Da brauche ich jemanden, der eine richtige Hand hat, nicht so eine. Ich wollte gerade sagen, die Sachen, die du zu futzelig findest in Ende, brauchst halt einen entsprechend großen Adventskranz für H0. Ne? Okay. So, Spur Z. War es das Einzige als Neuheit? Richtig. Da haben wir natürlich unser normales Programm und das pflegen wir auch und da machen wir auch weiter. Aber Highlights können wir natürlich da nicht. Kann weiter auf den Webseiten eingesehen werden. Was alles im Angebot wird, so wie auch bei uns, liebe Zuschauer, ist ganz klar. Wie machen wir weiter? Wir sind ja noch nicht ganz fertig. Nee, jetzt gehen wir in der Spur wieder ein bisschen nach oben. H0 ist aber ein eigenes Thema. Da gehen wir in den Military-Bereich. Das ist ja ein Thema, was wir bis 2005, 2006 im Programm hatten. Thema. Da gibt es auch einen großen Sammlerbereich, weiß ich.
haben wir festgestellt, das Thema war so ein bisschen eingeschlafen. Wir haben uns davon getrennt. Wir haben gesagt, so ein bisschen auch Philosophie, heile Weltdarstellung, was wo es gehört aber dazu gibt. Irgendwie. Aber es gehört dazu, genau so ist es. Und es ist stärker nachgefragt worden in den letzten Jahren wieder. Wir haben Einzelanfragen für Modelle bekommen und zum Teil dann auch wirklich die Anfrage, legt das doch bitte wieder auf als System. Wir haben gesagt, das machen wir. Wir haben jetzt, ich glaube, 14 Produkte wieder ein bisschen aufgefrischt, haben denen zum Teil neue Farben gegeben, neu zusammengestellt und haben das dann im Prinzip als Sortiment, was mit einer endlichen Stückzahl auf den Markt kommt, und gehen davon aus, dass wir die nächsten 1 bis 1,5 Jahre eine Verfügbarkeit haben wieder von dem Thema. Also wer jetzt Lust auf das Thema Kaserne und eben Militär hat oder eben Gebäude braucht, um zum Beispiel Fahrzeuge damit darzustellen, der hat jetzt wieder die Chance in diesem Jahr. Und dann schauen wir mal, wie wir in den nächsten Jahren weitermachen damit. Also wir sehen es jetzt auch noch, haben es ja auch schon im Bild eingeblendet gehabt. Das sind Gebäude. Die Figuren gehören dazu. Figuren wird es auch geben, ja. Auf jeden Fall in diesem Jahr dazu. Und wie ist es mit den Fahrzeugen? Bei den Fahrzeugen ist es so, dass von uns selber keine gibt. Das heißt also, die Fahrzeuge muss sich der Interessent, der das haben möchte oder der die Fahrzeuge draufstellen möchte, woanders kaufen? Ganz viele haben die ja schon und brauchen nur die Gebäude dafür. Aber die Gebäude sind interessant. Genau. Erinnert mich so ein bisschen an meine Armeezeit, allerdings auf der anderen Seite. ganz interessant finde ich ja auch diese Schleifbahn, die Konstanzbahn, wo dann also sozusagen die Kraft und die Ausdauer und die Schnelligkeit und der Mut antrainiert wurde. Genau. Ach, war das schlimm. Für mich war immer die Eskalierwand immer das Riesenproblem, bis dann irgendjemand mir gezeigt hat, wie einfach das geht, dass man aus dem Stand einfach drüber gehen kann. Ja, manchmal muss man nur die Tricks kennen. Aber okay. Thema, was mir da noch ganz wichtig ist, hat man schön gesehen, ist, wir haben dieses Jahr als großen Block das Thema Beleuchtung mit dabei. Genau. Und das lässt sich jetzt natürlich hier in der Verbindung sehr gut darstellen. Wir haben jetzt dort Peitschenleuchten mit drauf, entsprechend alles in LED-Technik. Mhm. Es ist alles so, dass es bereits mit Vorwiderstand ausgestattet kommt, nur angeschlossen werden kann. Wir haben dieses Jahr nicht nur die Einzelleuchten, es gibt auch Mehrfachsets. Einfach dann, weil die wenigsten Leute kommen ja wirklich mit einer Peitschenleuchte klar. Das wäre eigentlich von dem her nicht so seelesinnvoll. Insofern haben wir gesagt, es gibt jetzt Mehrfachsets für alle Lampen übers Jahr. Und wir haben eben auch vor allem die wichtigsten Lampentypen jetzt endlich ergänzt, wo wir schon seit einer ganzen Weile dran sind. Das heißt, neben den einfachen Peitschenleuchten, die wir haben, haben wir jetzt auch bahnnahe Lampen entsprechend. Gittermastleuchten, wie ich sie brauche für Rangiervorfelder, für mein Bahnbetriebswerk zum Beispiel. Sehr, sehr schöne Lampen, sehr filigran und das Sortiment wird dort immer runder, immer vollständiger. Ihr habt ja auch Leuchten, hier sehen Sie gerade jetzt, also Straßenbeleuchtung. Mhm. Hier in der Form als, würde ich fast sagen, wie eine ehemalige Gaslaterne. Genau. Von der Parklaterne bis zur Industrieleuchte kommt da jetzt alles. So, und diese Lampen werden im Set angeboten, sagtest du? Wie viele Stück sind da mal drin? Also es gibt zum einen die als Einzelstück nach wie vor, für den Fall, dass jemand einfach eine Szene ausstatten will. Und die wird es dann aber auf jeden Fall auch in Dreier-Sets geben, vielleicht auch in 5er- und 10er-Sets. Und alle schon mit LED bestückt. Genau. Fix und fertig. Fix, fertig, ein Löchlein bohren, ein Kleben anschließen und fertig. Alles klar. Löten nicht, braucht man nicht mal. Nö? Nee. Vorwiderstand ist dran, kann, also klar, wenn ich natürlich angeklemmt werden oder kann ich verlängern. Ja, okay. Also alles schon dran, wunderbare Sache. Genau. Ja. Ja, dann haben wir noch ein paar Sachen, die sehr schön sind für unseren Anlagenbaubereich. Mhm. Die Lampen gehören ja auch ein Stück weit ins Zubehör. Ein Thema, was mir enorm wichtig ist, ist unser Wasser, unser neues. Das ist ein Kampf, den wir seit vielen Jahren führen. Und als ich angefangen habe bei der Firma, war eine meiner Aufgaben, auch ein neues Gewässer zu finden.
dafür und das zu testen. Ich habe damals große Tests gemacht, habe ein Material gefunden, das ich für perfekt gehalten habe. Wir konnten es allerdings nicht für den deutschen Markt bekommen, weil es aus der Schweiz kam und das einfach schwierig war mit den ganzen chemischen Auflagen. Und dieses Wasser bekommen wir jetzt endlich. Und das ist tatsächlich für mich eine super tolle Sache. Es ist ein Zwei-Komponenten-Material, härtet Glas hart aus, hat kaum Schwund, funktioniert auf Styrodur, auf nahezu allen Oberflächen, ist glasklar. Ich kann es modellieren in der Verarbeitungszeit. Ich kann im Prinzip mit nahezu jedem Wassereffektmaterial obendrauf, ich kann es granieren, ich kann es kombinieren mit Watte, mit Seefolie, wenn ich möchte. Und habe eigentlich keine Einschränkungen mehr. Man sieht es ja auch sehr schön, weil du sagtest, glasklar. Man sieht ja auch, wie die Brücke sich zum Beispiel hier sehr schön widerspiegelt. Das ist tatsächlich so. Also es war mir sehr faszinierend, wie ich davor gestanden habe. Wie viel Zentimeter, wie viel Zentimeter stark ist jetzt das Wasser gegossen? Millimeter. Da reden wir über zwischen 3 und 6 Millimeter normalerweise Schichtdicken. Das gibt schon ausreichend großes Tiefen. Erlebnis. Ich kann natürlich mehr gießen, wenn ich möchte. Dann sollte ich es ein bisschen in mehreren Schichten machen, wegen Spannung, die ich reinbringe. Aber ich kann ja theoretisch ein ganzes Fahrzeug eingießen. Ja. Also es ist sehr plastisch. Man sieht das wirklich, liebe Zuschauer, wenn man davor steht. Weil ich habe wirklich den Eindruck, deswegen habe ich jetzt gefragt, wie viel Zentimeter. Klar, dass es tief ist. Also für mich war das also schon eine richtig schöne Tiefendarstellung. Ja. Aber ich glaube, das macht auch genau die guten Produkte in dem Bereich aus, dass sie einem das ermöglichen. Es macht ja keinem Menschen Spaß, wenn er jetzt tatsächlich ein Stück vom Rhein nachbilden möchte, dass er da wirklich 10 Liter Modellwasser reinkippen muss. Also ich sage jetzt mal, für jeden Modellbahner ja immer wieder ein Thema, gerade im Landschaftsbau, Wasser, wie mache ich was? Ich verfolge da auch auf verschiedenen Foren, da bin ich immer stiller Mitleser. Man verzeiht mir das bitte. Aber es interessiert mich doch auch immer wieder, gerade im Bereich Modellbau, fasziniert mich immer, mit wie viel Fantasie die Leute rangehen und Wellen machen oder irgendwas anderes machen. Aber dieses Produkt ist wirklich, habe ich nicht so gesehen. Ist wirklich toll. Und es funktioniert eben, sagen wir mal, also ich gehe davon aus, dass es für jeden sofort funktioniert. Wir kriegen das ja auch mit bei unseren Workshops. Und die häufigst gefragten Themen sind Wasser und Felsen. Das sind immer so die Sachen, wo die Leute Berührungsängste haben, sich nicht ranwagen. Und das ist jetzt ein Produkt, da braucht man keine Angst haben. Glaube ich gern. Weil ich eben diese Einschränkungen nicht habe. Häufig war es früher so, dass man gesagt hat, ja, du darfst nicht so dick, weil es gibt Spannung und das reißt. Oder nicht auf Styrodur, um Gottes Willen, musst vorher absperren mit Gips, sonst frisst dir das alles auf. Oder die ganzen Einschränkungen gibt es einfach nicht. Tolles Produkt, neu bei Falla. Ja. Freuen wir uns alle drauf. Ich auch. Ich probiere es bestimmt mal aus, weil ich habe da schon eine Idee. Okay. Ja, lieber Hendrik. Was haben wir noch? Das Thema, über das wir immer sprechen? Ich getraue mir ja gar nicht zu sagen, jetzt ist Schluss. Nein, es ist nicht Schluss. Es gibt immer noch was. Ihr habt gesagt, ihr kommt mit einer halben Stunde klar. Okay. Ja, das K-System haben wir noch. Das K-System. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Schluss. Du bist ja auch ein bisschen der geistige Vater. In verschiedenen Sachen? Den versuchst du mir immer anzudichten. Nein, bin ich nicht. Das sind die Kollegen. Das ist vor allem mein Kollege, der Herr Bernauer, der da viel drin rumarbeitet. Und die Idee, die ist schon weit bevor ich zur Firma gekommen bin, hier entstanden. Aber es ist einfach ein tolles Thema. Ich finde das Produkt ganz toll. Es ist eine zweite Möglichkeit, individuelle Bewegung auf die Anlage zu bekommen. Und dementsprechend arbeiten wir natürlich da dran weiter. Vorhin habe ich gesagt, Spur N, genau. Immer wieder wird gefragt, was wir Neues machen können, was wir vielleicht in H0 gemacht haben, in N nicht. Wir haben in den letzten Jahren ja die Chassis-Kits gemacht, eben für H0 vornehmlich, die einen sehr, sehr, sehr großen Erfolg hatten. Und jetzt haben wir in diesem Jahr tatsächlich eben auch ein Chassis-Kit in N. Das passt perfekt unter die Karosserien unserer Tommytech-Fahrzeuge, die wir haben. Das heißt, ich kann jetzt auf einen Schlag mit diesem Chassis-Kit 4 verschiedene Fahrzeuge darstellen, vom DB-Bus bis zum Schweizer Postbus. Finde ich eine total schöne Alternative und es ist tatsächlich auch wirklich mal ein neues Gesicht für die N-Bahner, was unterwegs ist. Weiteres Highlight, was wir dieses Jahr haben. Das ist ein USB-Stick mit einer Antenne. Genau, richtig. Da haben wir einen USB-Stick genommen, haben hinten ein Loch reingebohrt, eine Antenne reingesteckt und fertig.
Nee, ist tatsächlich unser kleiner Funkmaster. Also das ist die miniaturisierte Version der Box, die man kennt. Vorteil davon ist, ich kann eben eine kleine funkbasierte Anlage einfach mit einem Laptop steuern. Ich stecke einfach nur den USB-Stick rein, schalte das Fahrzeug an und kann das Fahrzeug steuern. Dazu als Ergänzung gibt es dann auch noch ein kleines Funkerweiterungsmodul. Da kann ich bis zu 5 verschiedene Ausgänge über Funk schalten direkt. Das heißt, ich kann sowohl eine Ampel ansteuern mit dem dreifarbigen Lichtsignal verschiedener Länder, wie wir es kennen. Das kann ich komplett frei programmieren, wie ich das haben möchte. Auch, dass es automatisch funktioniert, bis hin zu Lauflichtern und Ähnlichem. Und ich kann es eben über Funk ansprechen. Ich muss es nur mit Spannung versorgen, sonst brauche ich keine weitere Verkabelung unter der Anlage. Ja, nicht zuletzt haben wir natürlich auch noch Fahrzeuge für H0. Für die H0-Bahner, genau. Jetzt einfach als Beispiel mal rausgenommen, haben wir ein VIP-Shuttle oder ein Airport-Shuttle, wie man sagen möchte. Also ein Kleinbus quasi auf Sprinterbasis. Mhm. Und dazu gibt es dann noch eine weitere Variante des G-Bands, einfach weil wir wissen, wie wichtig unseren Kunden draußen, die kleinen Fahrzeuge sind, versuchen wir natürlich auch dem nachzukommen. Man sieht ja auch auf den Anlagen größtenteils ja LKWs fahren. Insofern stimmt es. Die sind natürlich von der Technik her auch ein Stück weit stabiler. Busse, LKWs. Einfacher zu machen auch wahrscheinlich. Und einfacher auch zu handhaben vom Anwender. Aber man sieht auf den Anlagen auch viele, die jetzt eben unsere Chassis-Kits verwenden und kleinere Fahrzeuge umrüsten mit der darin enthaltenen Technik, was ja funktioniert, im Analog vollkommen problemlos, in digital in unter Umständen gestreckter Version, also mit Technik im Anhänger oder Ähnlichem. Aber es ist ja einfach so, dass es eben für den Bastler auch anwendbar sein muss und nicht nur von uns produziert werden kann und danach wir die Menschen allein lassen. Eine Frage habe ich natürlich noch zum Chassis-Kit Spur N. Das ist ja ein LKW-Chassis. Bus-Chassis. Oder so, jedenfalls für größeres Fahrzeug. Ja. Ich sage es jetzt mal global, größeres Fahrzeug. Das lässt ja Hoffnung näheren, dass da auch mal PKWs folgen, kleinere Fahrzeuge im Spur-N-Bereich. Ich glaube, das habe ich tatsächlich schon 2012 zu dir gesagt. Wir arbeiten dran. Und das ist tatsächlich so. Technisch, was haben wir jetzt 2021? Das ist, ja. Technisch ist das möglich. Technisch wir können möglich. Das machen. Das kann nur im Moment keiner bezahlen und es ist eine wahnsinnig empfindliche Technik. Weil wir müssen Akkutechnik reinkriegen. Jawohl. Wir müssen das Thema gerade im K-System Digital Ultraschallkapsel lösen und wir müssen die restliche Technik und die Mechanik solide hinbekommen, sodass man auch wirklich Spaß dran hat. Und erst wenn das funktioniert, werden wir auch ein Produkt auf den Markt bringen. Liebe Zuschauer, ich habe es probiert. Liebe N-Bahner, ich habe es probiert. Also ich habe wie 2012 die gleiche Antwort bekommen, aber irgendwann, denke ich mal, wird es wahrscheinlich klappen. So. Sind wir fertig? Ja, kleine Zusammenfassung der wichtigsten Sachen. Eine kleine Zusammenfassung, jetzt überfordert er mich, glaube ich, ein bisschen. Also fangen wir an bei den Bahnhöfen. Wir haben im H0-Bereich die Speditionen gehabt, die wunderschönen Fachwerkbauten. Wir haben das Stellwerk gehabt, wir haben die Frankfurter Zeil gehabt, wir haben die Stadtmauern gehabt, wir haben die Armee gehabt, wir haben Kirmes gehabt, wir haben Spannbetonbrücken gehabt, wir haben Beleuchtung gehabt, wir haben neue Bahnhöfe gehabt. Was haben wir? Unglaublich viel. Es ist und nicht zu vergessen, Graf Dracula. Richtig, unser Highlight. Das Highlight. Und das und alles Weitere findet man im Internet und im Neuheitenprospekt. Das war das Schlusswort zum Tage. Ich danke dir, lieber Hendrik, dass du die viele Geduld aufgebracht hast, uns das alles vorzustellen. Wir fanden das ganz toll, die Zuschauer sicherlich auch. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich auch bei dem Geschäftsführer, beim Horst Neidhardt, dass er vorher sich mal uns gestellt hat und 2-3 Fragen zur aktuellen Situation beantwortet hat. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Zuschauer, und wünsche Ihnen viel Spaß mit den neuen Produkten von Faller. Und ich denke, dass für den einen oder anderen sicherlich was dabei war. Und wenn es das Luftschiff... Luftschiff. Auch das Luftschiff war, was man am Wochenende zusammenbauen kann. In dem Sinne, alles Gute, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Puttig.